Leute, riecht ihr es? Es riecht hier so ein bisschen nach Secrets im neuen XXL-Update. Ja, Leute, was eine Überleitung. Eine Mega-Schippe mit Secrets ist natürlich da, Freunde, mit dem XXL-Update von Billie Eilish gestern. Und in diesem Video kriegt ihr dann natürlich die große Liste von mir, was natürlich ein klein Hinterinfos quasi reinkommt. Denn es kommt ja immer so ein kleines Paket, was tatsächlich jetzt nicht im Vordergrund ist. Im Vordergrund ist jetzt eine neue Waffe, gut, schön und gut, ne? Billie Eilish und ein neues Update in Lego. Aber was ist denn jetzt mit in die Files gekommen, um für die Zukunft natürlich zu sorgen? Das wäre erfahrt im Video, lasst gerne ein Like und ein Abo da und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt. Einmal natürlich eine neue Einstellung und zwar möchte Fortnite nicht mehr, dass die Leute so toxisch sind. Das bedeutet, dass auch kleine Kinder und so nicht mehr hier toxisch sind und rumheulen und was auch immer, was ich eine gute Änderung finde. Ihr könnt jetzt tatsächlich Tänze ausschalten. Ihr kennt doch diesen Lachentanz mit der Eselslache, den könnt ihr damit deaktivieren. Einmal Take the L, also Loser Dance hier, könnt ihr deaktivieren und noch zwei andere, aber so, das waren jetzt die zwei, ich sag mal, größten und zwar geht ihr hier oben auf die Einstellungen, hier oben auf das Icon, ne, Konto, und dann klickt ihr einfach runter. Hier seht ihr tatsächlich konfrontative Emotes anzeigen. Eine neue Einstellung, ich mache mal meine Cam weg hier, und hier könnt ihr entweder von allen machen, das bedeutet, wenn jemand Take the L macht oder euch auslacht oder einen von diesen Tänzen, die toxisch sind, benutzt, dann werdet ihr den Sound dieses Tanzes und dieses Emotes nicht mehr hören und ihr werdet auch diese Bewegung nicht sehen. Das heißt, der Skin steht dann quasi vor euch und tanzt nicht. Also, da könnt ihr euch vor beschützen. Ne, also hier bei von allen ist es so, dass ihr dann tatsächlich jeden Emote zerkriegt. Also wenn euch jemand auselt oder auslacht, kriegt ihr das von jedem angezeigt. Das ist natürlich standardmäßig von Freunden in der Gruppe. Dann wird es von jedem deaktiviert, den ihr nicht kennt. Jeder, der mit euch in der Gruppe ist und den L-Dance macht, da seht ihr das noch. Oder ihr macht, dann werdet ihr nie wieder, egal von wem, egal ob das ein Kollege ist, nie wieder in Fortnite ausgetanzt, ausgelacht. Und somit möchten sie tatsächlich hier ein bisschen hier, hier für diese vier Emotes gilt das unter anderem, ne, die ein bisschen dieses toxische Verhalten wegkommen. Ich lasse es auf der Standardeinstellungen und das solltet ihr wissen. Im Itemshop, Freunde, gab es auch eine kleine Änderung und zwar, wenn ihr da mal natürlich seid, ne, Ninja Turtles sind zurück, schön und gut, aber natürlich kam auch Billie Eilish rein, das haben wir uns tatsächlich gestern angeguckt, hier Billie Eilish und einmal dieser neue Skin, also hier Banane, das ist Bananen-Charlie, der neue Gott-Bananen-Charlie, ne, mit einer passenden Spitzhacke, also hier ist zumindest die Spitzhacke und das ist einmal natürlich das Rücken-Astro, also alles an die Mythologie angelehnt. Einmal hier tatsächlich Samurai-Paket und zwar ein neues Auto, so ein Science-Fiction-Auto, ein sehr, sehr cooles Auto mit verschiedensten Markierungen. Das ist mit dem Update neu reingekommen und auch einmal hier schon dieser Skin und zwar tatsächlich der Skin, den ihr hier seht. Ist ein cooler Skin, Freunde, aus den Umfragen, Lego-Variante und natürlich hat er hier ein Backbling, eine Waffenlackierung und eine Spitzhacke. Zusätzlich auch eine, ja, Auftragspaket. Das ist also ein Level-Up-Skin, den ihr natürlich, schönes Level-Up-Skin-Paket ist jetzt da und das ist unter anderem auch ein neuer Skin von denen hier mal eingeblendet. Hier seht ihr ja ein paar, ne, Charlie, dann der, dann einmal ein neuer Hulk-Skin, Freunde, und nochmal ein anderer Marvel-Skin und allgemein hier mal schön, ne, Hammer, auch das Schöne. Und dann hier mal eingeblendet das Crew-Paket für den Mai, ist auch da jetzt, zumindest wie es aussehen wird, wird dann ab dem 1. Mai da sein. Also Skins sind natürlich für die nächsten paar Wochen auch jetzt schon mal reingekommen. Meiner Meinung nach sehr schöne Dinge, muss ich sagen, ne, sehr gut an den Umfrage-Skins gehalten, also finde ich sehr, sehr schön Design und auch Preis-Leistung, ne, im Shop ist gut. Dann sind unter anderem auch neue NPCs auf der Karte, Freunde. Apollo ist einmal da, ne, dann einmal dieser neue Nike-Skin quasi, also diese Gottheit, ne, die in den Datenfiles jetzt ist und natürlich auch, also wie gesagt, Apollo und dieser Nike sind so ein bisschen, haben alle ein paar Story-Dialoge, ne, vor allem Apollo, ne, sagt zum Beispiel, dass das Orakel ja eine Sterbliche war, ne, morgen kommt ein Story-Video dazu online, wir waren ja Sterbliche und wir sind noch Sterbliche, Zeus ist unsterblich, Zeus will uns zerstören, ne, das Orakel, was immer zu uns spricht, war ja eigentlich auch erst sterblich und jetzt ist es halt das Orakel. Da gibt es ein paar coole, Geschichten, die wir uns aber morgen gemeinsam in Story-Video angucken. Ein paar neue NPCs auf der Karte. Ne, Leute, gerade wo wir auch bei coolen neuen Skins sind, sind wir jetzt auch, und NPCs sind wir jetzt tatsächlich auch bei My Hero Academia, ne? My Hero Academia hatte ja schon eine Kollabo, eine Riesen-Kollabo, ne? Mit tatsächlich Skins und natürlich auch mythischen Items. Und da wurde in die Shop-Sektion von My Hero Academia ein neuer Shop-Hintergrund gemacht, und zwar hier dieser graue. Das Ganze könnte ja eventuell für Villains, aka natürlich auf Deutsch Schurken, Bösewichte, stehen und tatsächlich eventuell auch neue Skins beinhalten. Kurz damit das auch geklärt ist, angeblich wurde ja auch der Dragon Ball Hintergrund oder irgendwas bei Dragon Ball geändert. Dort ist Stand aktuell noch nichts komplett neu und auch nichts geändert worden. Das ist einfach ein bisschen Clickbait und so. Und unter anderem könnten bei My Hero Academia, ne, dadurch jetzt ein paar neue Skins reinkommen. Und einmal tatsächlich Toga oder Toga, Shigaraki, also die zwei, und einmal Darby und Twice.
Und da gehen halt die Gerüchte bei den vier Kandidaten rum, ne, dass da eventuell irgendwas ist. Was ihr wissen solltet, ist natürlich, dass dort nichts bestätigt ist. Hypex hat das gepostet, Freunde. Und da könnte tatsächlich der ein oder andere kommen. Oder vielleicht alle vier. Werden wir in der Zukunft sehen, was die neue Welle mit sich bringt. Und natürlich an Skins und Cosmetics. Das wurde von einem Insider an Venzoin geschickt, letztes Jahr schon. Dementsprechend kann sich da auch was geändert haben. Werden wir mal sehen, Freunde. Die Welle ist auf jeden Fall on the way. Und wir sehen dann natürlich den neuen Shop-Background und einige Gerüchte bei My Hero Academia. Hier mal eingeblendet, jetzt die riesengroße Roadmap. Chapter 2 am Ende dieses Kapitels, dann Chapter 6 und natürlich das End-Event, Season 3 Apokalypse. Und da wird ordentlich was kommen. Unter anderem natürlich auch X-Men und so. Und da werden wir eine coole Geschichte erwarten. Und wir wissen, Season 3 ist die Apokalypse. Die Apokalypse wird in Fortnite auf uns zukommen mit der Season 3. Habe ich euch ja schon in ganz, ganz vielen Videos gesagt und angeteasert. Und jetzt ist es natürlich so, dass tatsächlich dort irgendwas bekannt geworden ist. Und nicht nur irgendetwas, denn das hatten wir schon oft. Und zwar, dass wir natürlich Autos klauen können, ne? Hier gab es ja schon mal ein Leak, Autos klauen, ne? Dass wenn das jemand fährt, dass wir das Auto klauen können. Und das ist tatsächlich jetzt soweit für die Season 3. Werden wir gucken, wenn die Season 3 reinschallert, werden wir natürlich den ganzen Tag streamen, Leute. Deswegen gerne kostenlos abonnieren. Ist gar nicht mehr so lang. Heute exakt ein Monat, am 24.05. schallert es nämlich direkt rein. Und wie gesagt, dafür ist das geplant. Es gibt ja auch zum Beispiel noch die Funktion, dass Schwingen, ne? Dass wir uns von Haus zu Haus mit irgendeinem neuen irgendwie schwingen können. Und das haben wir auch. Für Stand aktuell keine neuen Infos, aber dieses Diebstahlen oder Autos klauen, das ist tatsächlich aktualisiert, beziehungsweise halt für die Season 3. Nicht nur das ist neu, sondern auch Fall Guys, ne? Fall Guys, wow, auch seit Chapter 5 statt sogar teilweise sogar davor auf meinem Kanal Videos zu dem Modus gemacht, ne? Wir werden natürlich, haben wir schon auch vor einem Monat mal in einem Video angesprochen, hatten wir Creative 2.0, eine riesen Messe, wie, wo, was geschehen wird, was in der Zukunft möglich sein wird und natürlich, Freunde, dass wir in der Zukunft viel, viel erwarten können, ne? Unter anderem natürlich auch, dass alle Seasons dann mit Creative 2.0 gemacht werden. Könnt ihr natürlich alles auf meinem Kanal gucken. Habe ich euch das schön zusammengefasst. Und Fall Guys haben wir dann Möglichkeiten mit Creative 2.0. Wir haben dann die Möglichkeit, in Creative 2.0 halt Maps zu bauen. Mit Fall Guys Geschichten, Fall Guys Blocks, Fall Guys Assets und natürlich auch Fall Guys Charaktere und allgemein Fall Guys in das Fortnite-Spiel reinzubringen, ne? Und wir werden für Fall Guys auch Emotes bekommen und aka allgemein Cosmetics, ne? Fall Guys wird tatsächlich Cosmetics haben. Ne, Skins im Sinne von auf jeden Fall, denke ich mal, dass wir damit Fall Guys Charakteren in dieser Map spielen können und dann die Möglichkeiten haben. In, ihr wisst, Battle Royale muss natürlich jeder Skin die gleiche Hitbox haben. War beispielsweise bei Peter Griffin auch so. Der hatte nur diese Muskelvariante, weil hätte der diese dicke Variante gehabt, wäre es natürlich so gewesen, wäre der Skin ungleichmäßig verteilt gewesen, zumindest Körpergewicht und was auch immer. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das regeln. Auf jeden Fall Cosmetics, Emotes und so dazu. Skins, Freunde, werden wir auf jeden Fall, denke ich, dann auch, wenn es welche gibt, Infos bekommen. Dann sollen wir auch in Battle Royale, ne, dazu Aufgaben bekommen, eventuell mit kostenlosen Items und natürlich auch, ja, Landmarks, aka natürlich irgendwelche Orte auf der Karte, die da ein bisschen angehaucht sind, die diesen Vibe geben. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Und es soll tatsächlich verschiedenste auch Races geben, also Rennen im Rennmodus, also Rocket Racing. Ihr merkt, für, ja, natürlich hier für Fall Guys ist die Ship auf jeden Fall ganz, ganz ordentlich geladen, ne. Da kriegen wir auf jeden Fall eine ordentliche Menge und das soll natürlich mit dem Start der Season 3 kommen. Und der Leak ist gestern nochmal so verfasst worden und bin ich auf jeden Fall gespannt, ne? Mit Season 3, auch laut der Roadmap, kommt das. Dann wisst ihr auch, dass Star Wars kommt nächste Woche, ne? Und das wird auch eine coole Geschichte, denn da gibt es auch ein paar Infos. Wir werden natürlich ganz viele Skins bekommen. Eine Leia Organa im Rebel-Outfit. Wir werden teilweise Chewbacca bekommen. Lichtschwerter, Lego-Figuren und natürlich auch ganz viele neue Skins aus Star Wars, ne? Und das Ganze natürlich auch für Lego. Das heißt, wir kriegen Lego Varianten und natürlich auch dann logischerweise Battle Royale Varianten, zum Beispiel den AWR Trooper und verschiedenste Trooper bekommen wir und können wir erwarten. Allgemein die Kollabo wird dann nächste Woche rauskommen, wenn dann natürlich dann nochmal eine Riesenliste entstanden ist, werde ich mal machen, werde ich euch dann noch, bevor das Update logischerweise kommt, dieses Event startet, nochmal ein Video dazu machen. Dann werden auch bald Billboards benutzt, um natürlich Kooperationen und Kollabos tatsächlich zu promoten, Werbung dafür zu machen und das finde ich cool, ne? Es werden allgemein schöne Teile jetzt noch auf uns zukommen.
ein Kandidat, auf den viele gewartet haben, beziehungsweise jetzt sogar zwei OG-Skins wieder zurück, oder wie? Wie sieht es jetzt genau aus, ne? Weil die Leute ja durchdrehen, kommt jetzt der OG-Skin, kommt jetzt Kratos, kommt das Paradigma wieder. Yo, mein Leben dreht sich wirklich nur um Kratos. Ich muss einen Skin haben, der 1000 Tage oder so nicht drin war. Mir ist es so wichtig. Ich liebe das so und dafür lebe ich. Mir persönlich, ihr kennt meine Meinung, mir ist das egal, ob Kratos drin war. Ich mag Kratos einfach sehr und ich finde, er ist eine Legende wegen God of War, ne? Und Paradigma wegen der Story. Mir ist das egal, auch wenn die jeden Tag im Shop wären, wäre es mir egal, ne? Mir persönlich gefällt es einfach, die Skins, ne? Vor allem, mir ja, ist Paradigma wegen Story, Kratos wegen God of War und die ganzen Leute, die natürlich nur darauf geil sind, die Skins im Spind zu haben, weil sie selten sind, verstehe ich nicht. Ich habe noch ein bisschen Besseres in meinem Leben zu tun, aber darum soll es nicht gehen. Denn Kratos wurde mal wieder geupdatet. Das dritte Mal jetzt. Er ist jetzt nicht mehr bei den Fortnite Collabs in der Shop-API, beziehungsweise in der Shop-Sektion, sondern tatsächlich Spotlight. Also natürlich Spotlight-Section im Item-Shop, ne? Das ist also ganz genau im Item-Shop einmal die Sektion, die wir natürlich auch jetzt relativ oft haben und eigentlich immer da ist, ne? Da werden wir jetzt mal hingehen. Ne, Leute, ihr seht hier einmal links Spotlight und hier in einem Tab. Billie Eilish gehört dazu, auch das TwitchCon-Paket Avatar. Und da hat er jetzt tatsächlich Kratos hier auch einmal seinen Platz. Was heißt das Ganze jetzt wieder? Ganz genau nichts, ne? Er wurde geupdatet, wie jetzt auch schon zweimal. Einmal wurde er für Chapter 5 Shop jetzt einmal resettet. Dann wurde die Hautfarbe ein bisschen dunkler gemacht. Und jetzt ist er halt in einer anderen Shop-Section. Werden wir irgendwann bekommen, ne? Vielleicht am Wochenende, Leute, oder natürlich irgendwann jetzt, ne? Vielleicht Ende der Season. Ich gehe sicher davon aus, dass wir den noch in der Season bekommen. Aber, Freunde, macht euch da wirklich nicht verrückt. Es ist nur ein Skin und eine Spitzhacke. Ihr werdet dadurch nicht zum Pro. Und bitte, bitte, wenn ihr euch schon Kratos kauft, dann das komplette Bundle. Nicht nur die Spitzhacke. Bitte, bitte, bitte. Auf jeden Fall können wir den bald erwarten irgendwann. Und Paradigma, auch ein Outfit in Chapter 1 Season X war das, glaube ich. Also Chapter 1 Season 10 gab tatsächlich auch so ein Event quasi. Das war ein Skin, der nur 3 Tage im Shop war. Und zwar hier eingeblendet das Paradigma in der alten Variante, also Chapter 1 Season X. Und das war ein Event-Pass-Skin, also kein Pass, wie wir ihn jetzt üblich haben, sondern für ein Event. Nur ein Limited-Time-Skin für, keine Ahnung, 2-3 Tage war der drinne. Und danach hat Fortnite selber geschrieben, da habt ihr nicht mehr die Chance. Quasi wie Battle Pass, ne? Und deswegen, er wurde zwar geupdatet und hat dieses Bild hier eingeblendet jetzt, wenn er in Shop wäre. Aber, Freunde, vielleicht liegt es nur daran, dass er für Lego jetzt erhältlich ist. Oder es liegt eventuell daran, dass er wiederkommt. Wenn er wiederkommt, Freunde, dann ist es so. Dann hat Fortnite natürlich jetzt nicht sich dran gehalten, dass er nie wiederkommt. Ne? Aber wie gesagt, wir wissen auch gar nicht. Vielleicht kommt in 5 Jahren auch mal wieder ein Battle Pass zurück, ne? Aber mal gucken, ob der wiederkommt. Und zu guter Letzt noch Billie Eilish, ne? Ist ja im Shop, beziehungsweise die Jam Songs und im Festival Pass schon mal ein Skin mit 2 Varianten. Ein weiterer Skin kommt dann am 17. Mai mit ihrem neuen Album. Und Freunde, wir haben wieder eine Riesenmenge an Content und ich finde das Ganze natürlich mega, mega cool. Mich würde es freuen, würdet ihr mir eure Meinung schreiben. Was ist das beste Secret, die ihr natürlich eventuell natürlich nicht mitbekommen habt, die ihr jetzt durch mein Video mitbekommen habt? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei der Story. Das war's gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.